Auf jeden Fall kostet es mehr Zeit, wenn du das spontan machst und nicht vorausplanst. Weil ich spreche ja immer so von einem Content Workflow. Also man muss sich vorstellen, so ein Content Workflow besteht aus der Content Planung zum einen, also dass ich die Themen plane. Und dann zum zweiten der Content-Erstellung, also das tatsächliche Schreiben von Beiträgen und der Content-Veröffentlichung. Also das, so ein Content-Workflow hat drei Phasen. Und wenn ich das bloß immer spontan mache, dann werfe ich sozusagen alles in einen Topf. Auf die Content-Planung verzichte ich gleich mal und erstelle gleich und veröffentliche gleich. Und es ist aber gut, ich weiß nicht, ob du die Methode Batching kennst. Das heißt, man fast gleiche Aufgaben zusammen. Ne? Das ist auch in anderen Bereichen eine ziemlich gute Methode, wirklich gleiche Aufgaben zusammenzufassen. Und das kannst du sowohl beim Content erstellen nutzen, als auch beim Content planen. Also ich empfehle ja zum Beispiel, dass du die Themen jetzt für deine einzelnen Kanäle, Blog, Newsletter, Instagram und was du sonst noch so hast, dass du dich da einmal im Monat, am besten Ende des Monats oder Anfang des Monats hinsetzt und wirklich einen Monat vorausplanst für alle deine Kanäle. Und das hat den Vorteil, dass du dich wirklich nur einmal reindenken musst, dass du schauen kannst, wie kann ich denn zum Beispiel auch meine Inhalte wiederverwenden, weiterverwenden. Wenn ich einen Blogartikel habe, weiß ich, was kann ich daraus machen für Instagram und so weiter und so fort. Das kann man super planen. Das heißt, man spart Zeit, weil man nicht jede Woche oder jeden Tag sich wieder reindenken muss und schauen muss, was habe ich denn als nächstes vor? Passt das jetzt überhaupt zueinander? Was habe ich denn letztes Mal gepostet? Das fällt dann alles weg. Und auch bei der Content-Erstellung, bei der ich rate dazu, dass du die zum Beispiel einmal pro Woche machst, weil du auch dadurch gleiche Aufgaben zusammenfassen kannst. Also ich rate dazu, sich so einen Tag vielleicht auch einen festen Tag zu nehmen, wer das irgendwie gut planen kann mit seinem Alltag, aber zumindest einen Tag einzuplanen in der Woche, wo du dann im Prinzip deine Inhalte erstellst. Das heißt, deinen Blogartikel, daraus dann auch gleich deine Instagram-Beiträge machst, weil du bist dann einmal drin. Du bist in einem kreativen Flow und deswegen geht das dann auch viel schneller, als wenn du mal hier einen Blogartikel und dann irgendwie mal 5 Tage später machst du die Social-Media-Post. Da musst du immer wieder reinkommen und wir wissen ja, jeder Schritt rein, wir müssen brauchen eine Weile, um uns reinzudenken. Das heißt, es ist auch wirklich rational sehr viel aufwendiger, wenn ich das nicht geplant mache.